Und da sind wir auch schon wieder bei Mario Kart Super Circuit. Ich hatte ja bereits den ersten Cup gezockt und jetzt mache ich noch direkt den zweiten hinten dran. Auch wieder 100. Auch wieder mit Yoshi. Yoshis Favorite. Und den Flower Cup. Bonus Castle 2. Machen wir. Kein Problem. Mal gucken, wie viel ich dann noch heute hochladen werde. Also heute ist Sonntag. Ja, mal gucken. Wenn ich mit jemandem zusammenstoße, werde ich Münzen. Aha. Also möglichst mit wenigen BAM-Token hier fertig. Wow, das war ein bisschen zu schnell. Und Runde 3 und dann haben wir gleich auch schon wieder die erste Strecke geschafft. Man geht eigentlich viel zu schnell. Naja, wer weiß, vielleicht werde ich daraus noch ein Let's Battle machen. Wäre bestimmt toll. Wenn mein PC das verkraften wird, weiß ich nicht. Habe ihn noch nicht getestet, muss ich noch. Ganz schnell jetzt hier noch die 5 Münzen einsammeln und über die Strecke fahren. Über die Ziellinie, nicht über die Strecke. Oder in die anderen Achter, ach, kommen sie so mit langsamen Schritten. Bei Mario Kart 7 konnte man ja auch Münzen sammeln. Ich glaube, alle 50 Münzen bekommen ein neues Kartteil oder einen neuen Fahrer. Ich glaube, ein neues Kartteil. Bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und ich muss sagen, an dem Emulator hier sehen die Strecken auch viel. Also besser auch so von der Farbe her auch irgendwie. Hä? Ah, die Strecke kenne ich vom. Nintendo DS. Von Mario Kart Wii. Die Seitenbalken fallen runter, wenn man gegenfährt. Mal hier elegant abgekürzt. Und mit elegant meine ich natürlich total verkackt. Ich glaube, jetzt habe ich es echt verkackt. Obwohl. Ich habe irgendwie Bock, irgendein Spiel mit Yoshi zu Let's Playen. Irgendwie so Yoshi's Island oder keine Ahnung. Doch, Yoshi's Island hört sich gut an. Oder Yoshi's Universal Gravitation, mein Gott. Mein Englisch ist echt zum Kotzen. Oder aber auch Yoshi's Story für den N64. Das Ding steht ja hier noch bei mir rum. Da drüber steht. Daneben steht mein GameCube. Und daneben steht meine Wii. Ach ja, der N64, Mann. Das war noch Zeiten damals. Mit Super Mario 64. Yoshi's Island. Yoshi's Island, sag ich schon, Yoshi's Story. Und ich glaube, ich habe verkackt. Geh drüber, sonst muss ich nochmal fahren. Ach so, ja, geh drüber, dann kann ich nochmal fahren. Das wollte ich jetzt auch ehrlich gesagt, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt nur mit als Vierter durchs Ziel gehen.
Das heißt, wir machen das also einfach nochmal, ist ja kein Problem, ne? Und diesmal stelle ich mich besser an. Hey, wo war ich gerade? Ach ja. Ja, der N64. Das waren auch schöne Zeiten. Ach ja. Jetzt habe ich irgendwie Bock, Super Mario 64 zu zocken. Aber nicht das Remake für den DS, sondern das Original. Oder Yoshi's Story. Boah, ich will Yoshi's Story zocken. Das hat mir immer so viel Spaß gemacht damals, das Spiel zum Spielen. Das macht es auch heute noch. Den N64, das keine Konsole kann den toppen, finde ich. Weil das war einfach eine geile Zeit. Mein Mario Kart ist ja mittlerweile auch Standard geworden. Also für jede Konsole von Nintendo kommt Mario Kart raus. Gab ja bis jetzt 7 Stück, darum auch Mario Kart 7, nicht Mario Kart 3D. Damit man weiß, wie viele Mario Karts so langsam rausgekommen sind. Und es wird auch Mario Kart für die Nintendo Wii U rauskommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich mir die Wii U kaufen werde. Nein, klar, preislich, ja. Wenn das wirklich der Preis sein soll, dann ist das ein Monatsgehalt bei mir. Tja, ich weiß nicht. Ich meine, das Ding wird wahrscheinlich sowieso runtergesetzt werden, weil ich glaube nicht, dass sich das viele für diesen Preis kaufen werden. Und ich meine, für mich muss ein Spiel keine gute Grafik haben, damit es Spaß macht. Ich meine, bestes Beispiel Minecraft. Also, wer da keinen Spaß dran hat, gut, man muss natürlich Spaß daran haben, was zu bauen, und das hat man. Das hat wahrscheinlich jeder von euch, der mit Lego-Steinen in seiner Kindheit gespielt hat. Und nicht mit irgendeiner Playstation oder irgendwie sowas. Ja, meine Kindheit bestand nicht nur aus Konsolen, sondern auch aus Lego-Steinen. Und ich glaube, wir müssen die Strecke nochmal fahren, kann das? Ja, geile Scheiße. Wenn ich mich... Ich glaube, den Rang C kann ich mir jetzt auch langsam in die Haare schmieren, ne? Ja. Ich meine, Sony und Microsoft, die legen viel Wert darauf, natürlich hier eine HD-Grafik zu bieten, aber für mich braucht ein Spiel nicht keine HD-Grafik, damit es wunderbar ist. Also das ist Schwachsinn. Minecraft ist und bleibt das beste Beispiel dafür. Das Spiel hat sich über 2 Millionen Mal verkauft, also das ist mein letzter Stand der Dinge. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wahrscheinlich hat es sich verdoppelt. Weil dieses Spiel ist einfach perfekt. Das ist ein Spiel, da kann man immer spielen, das wird immer Spaß machen. Zumindest so lange, wie man Ideen hat. Und Ideen gehen in Minecraft ja wohl nie aus. Weil man kann wirklich alles aus diesen Blöcken machen. Ich meine, guckt euch Ron an, der hat einen Wolkenkratzer, sag ich schon. Der hat einen Leuchtturm aus Wolle gebaut. Das ist also. Der Fantasie sind in diesem Spiel keine Grenzen gesetzt. Muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, wenn ich jetzt Vierter werde, dann bleibt es auch dabei. Das ist einfach mit der Steuerung hier und da. Ja, genau die gleiche Stelle. Ich falle immer an den gleichen Stellen herunter. Und hier kriege ich es mittlerweile hin, die Abkürzung. Okay, damit kämpfe ich mir jetzt mal hier den Weg nach vorne frei. Boah, du Penner, Alter. Lass mich hier wenigstens mal Vierter werden, ne?
Nein! Dritter bin ich. Donkey Kong. Boah, ich hätte euch alle geschlagen. Also nochmal fahre ich die Strecke jetzt hier nicht mehr, das ist klar. Da gehe ich dann jetzt auch ruhig als Vierter mit durchs Ziel. Ja, nur 10 Punkte, mein Gott, das habe ich das. Ich werde trotzdem mit dem nächsten Streckenmeister. Oh, Cheeseland. Ich meine, für die PlayStation 3 kommen ja meistens nur Shooter raus. Und Shooter, das ist... Klar, ich zock auch ein paar Shooter, aber nur Shooter fast ist ein bisschen... Ich weiß auch nicht, komisch. Ich meine, auf der Nintendo Wii kommt zum einen natürlich Familienspiele raus, für die ganze Familie, ist klar. Wii Party, Wii Sports oder... Klar, auch Mario Kart. Mario Kart ist natürlich wiederum ein Racing-Game. Oder irgendwie Super Mario Bros. Jump'n'Run. Ganz klar, Nintendo macht... Klar, Nintendo macht gut, nicht nur Jump'n'Runs, also sie haben sich nicht nur darauf spezialisiert, sondern machen auch andere Spielgenres. Ich meine, auf der Nintendo Wii kommt zum Beispiel auch Shooter raus. Ich meine, Red Steel, Red Steel 2, sogar Call of Duty ist auf Nintendo erschienen. Ich meine, Call of Duty Black Ops müsste für den GameCube rausgekommen sein. Und jetzt Call of Duty Modern Warfare 3 ist für die Wii rausgekommen. Ich finde einfach, dass Nintendo vielfältiger ist, was die Spielgenres betrifft. PlayStation, also Sony, hat sich auf Shooter spezialisiert. Ist meine Meinung jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber meine Meinung sind, also ist Sony mehr so für Shooter. Und Microsoft, gut. Da kommen jetzt auch Shooter raus, aber mehr so Sportspiele, finde ich jetzt. Zum Beispiel Kinect. Ist ein Tanzspiel, bewegt man sich, ist für mich dann also praktisch so ein bisschen Sport, ist damit verbunden. Und wieso bin ich nur Dritter geworden? Darum, Nintendo hat halt wirklich viel mehr Vielfalt. Ich sage jetzt nicht, dass Sony oder Microsoft schlecht sind. Und ich verabscheue sie auch nicht. Ich habe zum Beispiel eine PlayStation 1, ja doch, eine PlayStation 1 habe ich hier noch rumstehen. Zwar nicht angeschlossen, aber ich habe sie. Also ich sage nicht, dass ich irgendwie Sony verabscheue deswegen. Ich meine, klar, für die PlayStation 1 sind natürlich viele geile Spiele rausgekommen. Zum Beispiel Crash Bandicoot oder was weiß ich, Tekken. Tekken habe ich damals auch gezockt, man glaube ich. Nur da wusste ich, gut, damals wusste ich nicht, wie die ganzen Spiele so heißen. Ich habe es halt einfach nur gespielt. Von meinem Bruder habe ich das Ding bekommen mit den Spielen. Weil er hatte sich noch eine andere besorgt. Ich glaube, die PlayStation 1, die war auf jeden Fall, ich glaube, hieß das Ding damals so ein Slim? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist halt einfach so. Wieso bin ich in die Lava geschmissen? Ist auch egal. Nur halt das mal so nebenbei erwähnt, weil also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin also wirklich mehr so für Nintendo, weil ich habe viel mehr Nintendo-Konsolen als irgendwelche anderen Konsolen oder Geräte sogar. Sony macht ja nicht nur Konsolen, die machen auch Handys. Sony Ericsson Handy habe ich hier, Xperia habe ich hier liegen. Nintendo, ja. Ich sag mal, Nintendo sind so meine Lieblingskonsolenhersteller, weil ich verbinde damit sehr viel Kindheit. Mit der PlayStation habe ich nicht so viel Kindheit. Verbinde ich nicht so viel Kindheit mit. Ich habe halt nur Tekken und Crash Bandicoot da dran gespielt und dann N64 oder Super NES oder NES hatte ich halt einfach viel mehr Spaß. Also, das ist einfach so. Und zweiter. Ja, gut.
dann ist dieser Part ja auch gleich schon wieder beendet. Ich hoffe, dass das jetzt nicht länger als 15 Minuten ist, sonst muss ich das schneiden. Auch wenn es nur 15 Minuten 1 ist, dann muss ich daraus halt so 7 Minuten 50 Parts machen oder je nachdem, weil YouTube mir ja sonst nicht gestattet, dieses Video hochzuladen. Ich hatte mal ein Video, das war 15 Minuten und eine Sekunde lang, ne? Hat YouTube abgelehnt. Kann man halt nix ändern. Ich hoffe, ich bin nicht auf Platz 3. Boah, Gott sei Dank nicht, ey. Ja, jetzt kriege ich halt einen Silberpokal. Bronze, Silber. Ja, mir wird trotzdem gratuliert. Ja, danke, danke, danke. Ich bin auch stolz auf mich. Was? In Boo Lake habe ich 0 Münzen geholt? Boah. Naja, das, naja, jeden Platz einmal mitgenommen. Naja, das müssen wir bei Gelegenheit nochmal besser machen. Also, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und sage tschüss, bis dann.